Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Boah, ich habe schon so lange nicht mehr mit euch zusammen hier gespielt. Ich quatsche mal kurz an, bevor er wegrennt. Ich rede aber kurz noch weiter. Ja, also ich habe, es gibt ein neues Event tatsächlich, mal wieder. Ich zeige euch das auch gleich. Und ja, damit ich bei dem Event jetzt die Aufgaben weitermachen kann, was ich ja gerne alleine mache, weil es einfach viel zu lange dauert, die ganzen Aufgaben, so 20 Fische fangen, etc. Ja, deswegen habe ich einfach schon mal vorgelegt. Jetzt kommt es aber dazu, dass ich halt mit Figuren hier reden muss für die Quests, also die mitnehmen muss. Und ja, deswegen schalte ich euch mal kurz wieder rein, damit wir quasi erstmal diese Hauptquests, die da immer angeschalten sind, erstmal uns anschauen können, die da weitergehen, damit ich dann wieder, ja, die anderen Nebenquests da fürs Event weitermachen kann. So, ich weiß, dass ich früher mehr Rezeptbücher hatte. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wo sie sind. Ja, Dinge zu vergessen ist ein häufiges Problem. Mickey weiß vielleicht noch, wo sie sind. Glaubst du? Ich schätze, er ist schon eine Weile hier, also... wenn du Zeit hast, könntest du ihn bitte fragen, ob er meine Rezeptbücher gesehen hat? Ja, natürlich. So, und jetzt kann ich nämlich... Bonjour. Jetzt kann ich ihn nämlich mitnehmen. So, das brauche ich nämlich für diese Event-Quest. Da muss ich ihn leider mit einpacken. Ich zeige euch mal kurz das Event. So, das ist Wonder of Pixar. Der Sternfahrt Wonder von Pixar. Es ist an der Zeit, alles, was mit Pixar zu tun hat, in diesem brandneuen Sternfahrt zu feiern. Erfülle Aufgaben mit deinen Lieblingsfiguren von Disney und Pixar, koche kulinarische Meisterwerke wie Remy oder sammle Blumen mit Wolli. Und verdiene die einzigartigen... Was? Die einzigartige Preise, die von den kultigen und kommenden Pixar-Filmen inspiriert sind. Schalte einen wunderschönen Manta-Rochen frei, um dein Haus zu schmücken, drück deine wahre Natur mit exklusiven, von den Elementen inspirierten Frisuren aus oder zieh dir deinen ganz eigenen Einteiler eines roten Pandas an. Außerdem hast du die Chance, ein neues Aussehen für den beliebten Space Ranger Buzz Lightyear freizuschalten. Sieht schon cool aus. Diesen Sternfahrt gibt es nur für begrenzte Zeit. Ja. So, und hier ist nämlich die Quest mit Remy. Ich muss mit dem eine Weile abhängen. Außerdem müssen wir Goofy noch Lieblingsgeschenke holen und Barsche fangen. Ja. Ich habe schon mal erste Belohnungen freigeschaltet. Ein bisschen, ja, ist nicht viel. Also was ich diesmal echt doof finde, man kriegt diese Punkte hier so gut wie gar nicht. Also die sind hier tatsächlich hinter dem Premium versteckt. Das war sonst besser gemacht, denn ihr seht, ich habe eine 1860 und ich brauche 2500, um dann alles freischalten zu können am Ende. Ist fies. Also wirklich fies. Also eigentlich müsste ich, damit ich alles machen kann, die Dinger kaufen mit echt Geld. Das haben sie absichtlich so gemacht. Also ganz ehrlich, das ist Absicht, dass die diesmal hinter Premium versteckt sind. Naja, kann man leider nicht ändern. Hier kriegt man für 40 zumindest 400. Aber reicht immer noch nicht aus. Ja, tatsächlich. Ich müsste die tatsächlich kaufen am Ende. Sonst wird das nichts. Tja, was Leid hier kriege ich zum Glück so. Der ist nicht hinter Premium. Aber mal gucken, das ist auch nur 21 Tage. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt noch dazu komme, ehrlich gesagt, das alles zu machen. Mich an zu Hause. Ja. Okay. Wir können ja mal kurz Goofy angucken. Also, was der für Geschenke heute möchte, ob ich die Aufgabe erfüllt kriege. Königsfisch, ja, und Turmalin kriegen wir hin. Königsfisch und Turmalin bringen wir ihm mal schnell. Ich weiß hier, die ganze Area, alles ist sehr chaotisch, also sehr viel Zeug liegt rum, weil ich einfach durch das Aufgabenerfüllen ständig volle Taschen hatte. Ja, muss ich irgendwann mal aufräumen wieder. Das wollte ich eigentlich alles in der Klinik machen und hab's einfach, bin ich zugekommen. Wie sieht der Königsfisch aus? Ich hätte mir den mal angucken sollen, richtig. Habe ich überhaupt einen Königsfisch? Doch, doch, ich habe Königsfische. Warte mal. Hier. Ich brauche aber nur einen eigentlich. Ach, ich kann gerade nicht aufteilen, weil kein Platz. Kann ich hier irgendwas loswerden? Ich habe nämlich ganz viele Fische, weil ich die Barsche ja schon versucht habe zu fangen. Mal. Suchen mal ein bisschen was loszuwerden. Okay. Und der war, glaube ich, hier drin, ne? Hier haben wir auch noch genug Platz. Und der kann auch rein. So, Königsfisch und ein Turmalin. Die haben wir hier irgendwo. Das ist ein glänzender, das funktioniert leider nicht. Achso, hier waren schon Turmaline. Okay, warte mal. Aufteilen. Ich brauche ja nur einen. So, können wir die mal eben ein bisschen wegpacken. Ist alles leider immer noch sehr durcheinander. Ich wollte es halt echt, ich wollte die Klinikzeit auch ein bisschen nutzen, um hier mal aufzuräumen, aber... Ich kam einfach nicht dazu. Weil in der Klinik hat man ja doch meist andere Sachen zu erledigen. Ehrlich gesagt. War vielleicht sowieso ein komischer Gedanke, dass ich das da irgendwie noch nebenbei machen wollte. Obwohl ich tatsächlich meinen Laptop bei hatte und auch Internet hatte. Also ein bisschen habe ich da sogar nebenbei gespielt.
Vor allem habe ich Monkey 1 gespielt und auch durchgespielt. Das war auch sehr, sehr schön. Oh, jetzt würde ich gerne die anderen Teile noch durchspielen. Goofy, wo haben wir dich denn? Da unten. Okay, dann gehen wir mal hin. Ich weiß, wir können Goofy auch uns schneller holen, indem wir einfach an den Verkaufsstände gehen, aber naja. Er rennt dann halt immer gleich so schnell weg. Aber man kann es hinkriegen. So, Goofy, ich habe Sachen für dich. Guck mal, zum einen habe ich einen wunderschönen Turmalin für dich. Und dann habe ich noch was. Moment. Da, ein Königsfisch. So, wieder eine Event-Quest erledigt. So, Remy wird dann auch nebenbei erledigt. Pflück blaue Blumen mit Wolli. Ja, gut, da muss ich dann Wolli einpacken. Können wir jetzt natürlich nicht gleichzeitig machen. Okay, dann können wir aber andere Sachen machen. Wir können einfach mal rumrennen, gucken, welche Quests. Wir haben ja gerade gesehen, da waren ja noch einige Charaktere anzusprechen, die schon Quests, wo Quests erfüllt wären. Gucken wir auch mal kurz auf die Karte. Hier oben zum Beispiel Mickey. Da können wir auch. Ach, stimmt, da müssen wir eh fragen gehen wegen Remy. So, Mickey, komm mal her. Nicht wegrennen, nicht wegrennen. Könntest du bitte kommen? Hallo du! Hi. Oh, scheiße, nein, ich habe. Irgendwas hat er geschrieben, sagt, was? Rezepte? Ja. Ich habe auf dieser Liste aufgeschrieben, wo ich sie hingetan habe, die Rezepte. Oh nein. Was denn? Das Papier muss nass geworden sein. Man kann es nicht mehr lesen. Allerdings, als ich die Liste schrieb, dachte ich daran, wo ich die Bücher versteckt habe. Könntest du deine Magie nutzen, um diese Notizen in Erinnerungen zu verwandeln? Danke, Kumpel. Weiß ich nicht. Also, weiß ich wirklich nicht. Mal schauen. Die Liste. Okay. Also, einmal am Strand, am Ach, du Steg. liebe Zeit. Dann vor unserem Haus. Ist das, nee, Goofys Haus. Was ist denn für ein Haus hier? Ich weiß nicht. Doch, Goofys Haus ist das. Und das hier ist in dem Tempel drin, oder? Oder in der Mine? Bin mir gerade unten. Nee, das ist ja hier die Station. Okay. Okay. Interessant. Und ich würde mal. Oh, jetzt ist es schon weg. Ich habe mich gerade gesehen, dass Anna auch was erfüllt hatte. Aber die ist schon weggerannt. Na gut. So, dann machen wir es doch mal. Also, ich glaube, das eine war hier. Muss da was leuchten? Ich weiß es nicht. Also, hat er gesehen, dass. Ach, da, guck mal. Da wahrscheinlich. So, erste Buch. Dann. Also, ich glaube, dass es das da ist. Also, diese Mine. Und nicht die andere Mine. Aber bin gerade unschlüssig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr genau tatsächlich, wo diese Kochstation da stand. Ja, auch schon ein Weilchen. Alles her. Wir gehen mal einfach hier rein, wo wir gerade daneben stehen. Aber doch, diese Steine passen ja, ne? Ich glaube, die stand da unten irgendwo rum. Hier, genau. So, die nächste. Und jetzt die letzte. Na gut, das ist zum Glück keine sehr anstrengende Quest. Jetzt habe ich vergessen, wo das an. Moment, was habe ich noch gesagt? Ah, Strand. Genau, hier am Steg. Mensch, ich habe auch ein Kurzzeitgedächtnis manchmal. Ich weiß auch nicht, warum hier immer noch Ostereier rumliegen, ehrlich gesagt. Das ist mir auch immer noch ein Rätsel. So, zum Glück haben wir Remy ja gerade dabei. Oh. So, bitteschön. Die Spezialrezepte. Ja. Meine Bücher. Das ist toll. Danke, Lenfia. Oh, und ich weiß auch schon, welches Gericht ich für dich kochen mag. Hier ist ein Rezept mit Erdnüssen. Wenn du mir ein paar Erdnüsse besorgst, werde ich es für dich zubereiten. Ich liebe Erdnüsse. Ich auch. Süß, pikant. Sie passen zu beiden. Da fällt mir ein, dass ich nach dem Vergessen einen großen Vorrat davon nach Paris gebracht habe. Ich habe keine Erdnüsse im Tal gesehen. Ich kann zurück nach Paris gehen und Erdnüsse besorgen. Ach, das wäre fantastisch.
Okay. Dann müssen wir also wieder dorthin. Machen wir das doch einfach mal. Oh, meine Katze miaut gerade. Juppie. No. Kann ich mich leider nicht drum kümmern. Denn wir müssen nach Paris. Jetzt muss ich an Anastasia denken. Oh, es wäre so cool. Ich weiß, Anastasia ist jetzt kein Disney-Film gewesen. Aber ich fände es so geil, wenn man hier Anastasia auch treffen würde. Und vor allem auch die Fledermaus. Boah, ich kann mir das so gut vorstellen, hier mit der Fledermaus vor allem auch. Wäre schon cool. Okay, Erdnüsse. Erdnüsse. Achso. Jo, geil. Das war's schon. Wieder ab nach Hause. Jetzt habe ich richtig, richtig Lust, Anastasia zu gucken, verdammt. Ich glaube, das muss ich heute Abend schauen. Ich habe gerade das Lied im Kopf, was sie singen, als sie in Paris sind. Oh, furchtbar manchmal. Remy, warte mal. Mensch. Bitteschön. Du hast die Erdnüsse gefunden. Lass uns aus den Erdnüssen, die du mitgebracht hast, eins meiner Lieblingsgerichte zubereiten. Sehr, sehr gern. Wir lernen Rezepte. Na denn. Was haben wir da? Erdnussbutter-Waffeln. Boah, geil. Und Erdnussbutter-Sandwich. Oh, liebe ich beides. Liebe ich beides so hart. Lecker. Aber ich habe keine Erdnüsse, oder? Nee, ich kann die gar nicht machen. Remy, was mache ich denn da jetzt? Koche Gerichte, die Erdnüsse enthalten. Ich habe ja keine. Also das Problem ist, wenn man kann die Zutaten normalerweise nicht aus Paris mitnehmen. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich die jetzt... Nee, ich kann das nicht mitnehmen, glaube ich. Also auch die Gerichte nicht. Ach, ich kann es auch gar nicht mehr mitnehmen hier. Okay. Okay, wenn wir jetzt hier als Sachen mitnehmen, dürfte ich es eigentlich nicht mitnehmen können. Ja, die Milch ist nicht da. Also es geht tatsächlich auch nicht. Aber ich habe ja keine Erdnüsse. Kann ich die jetzt kaufen vielleicht? Ach so, bei Remy. Vielleicht kann ich die bei Remy jetzt im Restaurant kaufen. Das kann natürlich sein. Da bin ich gerade nicht gleich drauf gekommen. Die Nachtdorn lasse ich gerade alle noch stehen, weil es könnte noch mal eine Quest sein. Ist eigentlich die Quest schon erfüllt hier mit Remy? Nee, noch nicht. Okay, noch 5 Minuten oder so. Ja gut, das habe ich... Ah ja, da sind sie. Sehr gut. Dann kaufen wir mal ein paar. So, dankeschön. Müssen wir mal gucken, was wir noch brauchen. Rezepte. Weiß jetzt nicht genau. Erdnussbutterwaffel. Oh, da braucht man ganz schön viel Zeug. Aber gut, haben wir alles. Oh, voll geil. Ich habe mir jetzt tatsächlich ein Taiyaki-Waffeleisen geholt. Taiyaki ist auch so Waffelzeug und dann macht, also japanische Variante. Und da macht man so, das sind Fische. Also Fischform, also wie das hier, nur als Fischform. Das Waffeleisen hat extra diese Fischform halt. Und dann macht man da drinnen so, also ich liebe es ja mit süßer Bohnenpaste, mit dieser roten Bohnenpaste. Azuki, glaube ich, heißt es. Und auch Nutella ist auch ziemlich geil. Oder auch so Schokoriegel kann man einfach so ein Stück vom Schokoriegel reinwerfen. Ist super lecker. Also kann ich nur empfehlen, tatsächlich. Wo ist unser Sandwich jetzt so? Ist das nicht bei E sein eigentlich? Hier. Das ist einfach gemacht. Sehr schön. Boah, Erdnussbutter-Sandwich liebe ich halt auch. Und dann noch Marmelade auch drauf. Erdnussbutter-Sandwich mit Marmelade. Also das ist eine tolle Erdnusssoße. Ich muss sie im Restaurant zum Spezialgericht dieser Woche machen. Vielen Dank für all deine Hilfe, Lenfia. Jo, gern gemacht. So, dann haben wir das schon erfüllt. Sehr gut. Ich weiß nicht, bei euch haben wir scheinbar keine Aufgaben zu erfüllen. Also außer die Kochdinger da. Dann würde ich fast sagen, dass wir Anna eigentlich suchen könnten. Und mal ganz kurz. Oh, dran vorbeilaufen. Ich shoppe ja so gerne. Vielleicht ist Anna hier.
Nee, Christoph ist hier aber nicht Anna. Okay. Wir haben auch nicht so viel Geld tatsächlich gerade zur Verfügung. Boah, spricht mich jetzt aber auch nichts wirklich an, ehrlich gesagt. Ja, haben wir vieles schon? Nö, nee. Nee, muss nicht sein. Okay, leider gerade nichts Tolles dabei. Na gut. So. Ah doch, der Schneemann. Okay. Also Olaf hat eine Quest. Na denn, gehen wir doch mal kurz zu Olaf. Ich bin halt auch schon lange raus, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was wir für Quests begonnen hatten, was die alle von uns wollen. Aber ich bin na gut. So froh, dass du es geschafft hast. Ah, Lenfia, genau die Person, die ich zu sehen gehofft hatte. Wie wär's, wenn du mir hilfst, eine Geschichte zu erzählen, die alle Dorfbewohner zum Staunen bringt? Also eh eine neue Quest, okay. Natürlich, wie kann ich denn helfen? Naja, ich habe überall nach einer tollen Geschichte gesucht, die ich erzählen kann. Zuerst habe ich mit einem sehr freundlichen Eichhörnchen gesprochen, dann mit Wally und danach mit Merlin. Was hat denn das Eichhörnchen gesagt? Es machte ein lautes, kreischendes Geräusch und rannte davon. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie diese Geschichte bei uns im Publikum ankommen wird. Und Wally? Er sagte, ui. Er redet nicht so viel. Und Merlin? Nun, Merlin kennt immer die besten Geschichten. Wahrscheinlich, weil er magisch ist und außerdem der älteste Mensch, den ich kenne. Er hat mir erzählt, wie du gegen das Vergessen kämpfst und ich habe beschlossen, dass das unsere Geschichte ist. Die Legende von Lenfia. Du willst ein Stück über mich aufführen? Okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich bin eigentlich ziemlich cool, ne? Ich dachte schon, du würdest den plötzlichen Ruhm nicht wollen, der mit dem Thema unserer epischen Geschichte einhergehen wird. Okay, ich bin ganz all in fair. Bitte erzähl mir von deinen Heldentaten. Lass keine Details aus. Okay, also gut. Es begann alles, als ich unter einem Baum einschlief und, Warte. Wir brauchen unbedingt einen Snack für die Geschichtsstunde. Ein Snack? Worauf hast du denn Appetit? Als Schneemann brauche ich nicht zu essen. Ich denke nur an dich. Vielleicht kannst du Remy fragen. Er kennt sich mit leckerem Essen aus. Ich wette, er kennt den perfekten Snack für die Geschichtsstunde. Tja, das war's dann wohl. Okay. Wiedersehen. Du suchst also nach dem perfekten Snack für die Geschichtsstunde? Ja, ich weiß, wenn ich an Geschichten und Snacks denke, fällt mir vor allem eine Sache ein. Das flackernde Licht einer Kinoleinwand. Kriegen wir Popcorn? Der Geruch von gesalzener Butter und... Du brauchst Popcorn. Für das perfekte Popcorn brauchst du Mais und Butter. Super, danke, Remy. Warte. Du hast gesagt, Olaf wird dort sein. Ich weiß, wie man dieses Rezept zu etwas ganz Besonderem machen kann. Du solltest auch etwas Zuckerrohr dazugeben. Oh, und du brauchst etwas reines Eis. Das ist die geheime Zutat. Ich bin sicher, dass Elsa gern dabei hilft. Elsa? Hallo, mein Freund. Du machst einen Snack und Remy hat dir gesagt, du sollst etwas reines Eis besorgen. Das ist ja interessant. Ich stelle keinen Meisterkoch in Frage. Ja, bitte. Reines Eis. Vielen Dank auch. Ich weiß nicht, ob wir Zuckerrohr haben. Ich glaube nämlich nicht. Wartet mal. Das fand ich nämlich letztens schon mit dem Zuckerrohr. Wir müssen mal ganz kurz dorthin. Ich glaube, ich habe ihn angepflanzt, wenn ich mich nicht irre. Die 5 Gemüse hier wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Glück gehabt. Ich hatte ihn nämlich letztens schon für irgendwas gebraucht. Ich glaube, für ein Geschenk, was ich machen wollte. Und hatte die dann auch schon nicht. So, wir können das direkt bei Remy machen. Dann können wir auch Butter kaufen, falls wir Butter brauchen. Ich kaufe einfach mal direkt Butter, weil ich nicht weiß, ob wir noch genug haben. Ja! Dankeschön. Oh, Popcorn, endlich. Mensch. Popcorn ist doch das Wichtigste. Haben wir das Rezept schon drin jetzt? Ich glaube, das müssen wir erst entdecken. Und warte mal. Also, reines Eis. Mais brauchen wir. Habe ich überhaupt Mais? Das könnte ein Problem sein. Haben wir noch Butter? Ich glaube, ich habe gar keinen Mais. Verdammt. Nee, wir haben gar keinen Mais. Okay. Moment. Mais. Wo kaufte man denn Mais? Oh Gott. Das haben wir schon mal. Sammle Äpfel. Ach du Kacke. Können wir kurz mal hier machen. Wir stehen ja hier gerade beim Apfelbaumverkauf. Nein, nicht auch irgendwo. Da. Gut, dass man immer gleich 3 kriegt. Zumindest. Irgendwo da hinten war noch einer. Okay, das ist in... Oh Gott.
Okay, ich glaube, wir machen die Quest in der nächsten Folge weiter, weil wir sind schon mal 20 Minuten. Dann machen wir das nächste Mal. So, ich möchte jetzt immer mal, also ihr seht ja, der Zeitplan oder der Folgen-Upload ist gerade ein bisschen entschlackt. Also ich habe nicht mehr ganz so viele Let's Plays am Laufen wie vor der Klinik, weil ich eigentlich versuche, es gerade ein bisschen zu reduzieren, damit ja auch mehr Folgen eines Let's Plays in der Woche laufen können und ich auch einfach ja ein bisschen gechillter bin, nicht so viel Zeit dafür aufwenden muss. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich Disney da reinkriege. Ich denke, bei Disney wird es wahrscheinlich bei einer Folge dann bleiben pro Woche. Da will ich dann, glaube ich, nicht zwei machen. Aber ich muss mal gucken, wie ich das jetzt reinkriege. Mal sehen. Wird schon irgendwie funktionieren. Also dann, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye!